gesagt, dass sie hier oben wäre. Bin ich auch. Wieso liegst du in dem Ding? Ich wollte mich vor dir verstecken. Wenn du dich vor mir verstecken willst, dann geh doch einfach in die Bücherei. Aber jetzt Schluss damit. Wir verwandeln dich in Mrs. Dubois und du empfiehlst mich bei der Tafel. Okay, Marissa. Hör zu, ich erkläre dir mal was, okay? Und du wirst dir das anhören und dann einfach okay sagen, weil gute Freundinnen das so machen, okay? Okay. Gut. Ich kann dich heute nicht weiterempfehlen. Okay. Wieso nicht? Warum kannst du es denn nicht einfach so stehen lassen? Hey, was ist denn los? Ich habe Ernies Wahrheitsserum getrunken und jetzt kann ich nicht mehr kontrollieren, was aus meinem Mund kommt. Oh, das kenne ich von meiner letzten Grippe. Tja, das war keine Grippe. Ehrlich gesagt waren die Brownies, die ich dir geschenkt habe, zu kurz gebacken und du hattest eine Lebensmittelvergiftung. Du warst praktisch eine Minute lang tot. Siehst du, das ist dieses Wahrheitsserum. Ich kann gar nichts dafür. Okay, ich überspring mal den Du-hättest-mich-fast-umgebracht-Teil. Und geh direkt zu Krieg dich wieder ein. Sag denen einfach nur, dass ich perfekt für diesen Job bin. Ja, das ist das, was du von mir erwartest. Aber mich als Mrs. Dubois auszugeben, wäre nicht die Wahrheit. Und deswegen wäre es besser, wenn wir die Sache verschieben. Aber die entscheiden das heute. Wenn du nicht gehst und mich empfiehlst, dann bekomme ich den Job nicht. Du lässt mich doch wohl nicht hängen, oder? Ich hab's gefunden! Ich wünsche einen zauberhaften Tag. Mr. Todd Flint, nehme ich an. Mrs. Dubois, nehme ich an. Völlig falsch angenommen. Wie bitte? Meine Freunde nennen mich Casey. Ich hoffe, sie nennen mich auch Casey. Einverstanden? Jedermann nennt mich Casey. Okay. Mrs. Dubois. Ja, Casey. Hier steht, Marissa war zeitweise ihre persönliche Assistentin. Ja, dann wird das ja wohl da stehen. In eben diesen Worten. Da auf ihrem Papier. wissen Sie, Marissa ist so ein liebes Mädchen. So lebendig. Und sie hat viel Humor. Ich sag immer, sie ist süßer als ein Törtchen auf einem Babypopo. Was das? Ich muss los. Oh, hier ist eine Dose Gemüsemais als Spende. Schönen Tag noch, mein Guter.